Nach einem Zwischenfall in einem Restaurant in Las Vegas haben Popstar Britney Spears und NBA-Star Victor Wembanyama jeweils ihre Wahrnehmung der Ereignisse geschildert. US-Medien hatten zuvor berichtet, dass Spears von einem Sicherheitsmann des San Antonio Spurs-Spielers ins Gesicht geschlagen worden sein soll. Sie selbst schreibt auf Instagram von traumatischen Erlebnissen. Sie habe Wembanyama erkannt und ihn ansprechen wollen und ihm dazu nur auf die Schulter geklopft, um seine Aufmerksamkeit zu erhalten. Die Sicherheitsleute haben mir dann vor allen Leuten ins Gesicht geschlagen. Ich wurde zu Boden geworfen und meine Brille fiel mir aus dem Gesicht. Alles in allem empfinde sie den Vorfall als peinlich. Sie hoffe, dass der NBA-Star und die Security-Leute sich öffentlich entschuldigen werden. Der französische Basketballer erklärte in einem Video-Interview, das Cairns-Reporter Nate Ryan via Twitter teilte, seine Sicht. Es ist ein bisschen was passiert, als ich mit einigen Sicherheitsleuten des Teams zu einem Restaurant ging, sagte Wembanyama. Er habe eine Person wiederholt seinen Namen rufen hören, sei aber nicht stehen geblieben, weil er von den Security-Mitarbeitern dazu aufgefordert worden wäre. Dass es sich bei der Person um Britney Spears gehandelt habe, habe der Profisportler zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst. Diese Person hat mich von hinten an der Schulter gepackt. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, weil ich gerade ausgelaufen bin und sie mir sagten, bleib nicht stehen. Ich weiß nur, dass der Sicherheitsdienst sie weggestoßen hat. Er habe erst ein paar Stunden später erfahren, dass es sich um die berühmte Popsängerin gehandelt habe. Auch die Polizei in Las Vegas bestätigte laut Los Angeles Times bereits den Vorfall. Es habe keine Festnahmen gegeben. In US-Medien wird unterdessen von einem Video einer Überwachungskamera berichtet, die den Zwischenfall aufgezeichnet haben soll. Darauf sei Spears' Griff an die Schulter von Wembanyama zu erkennen, ein Security-Mitarbeiter stoße daraufhin ihre Hand weg. Dabei sei sie von ihrer eigenen Hand im Gesicht getroffen worden und gestürzt.